Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Star Wars Empire, Republic at War. Ich wollte schon Empire at War sagen. Und ja, ich sag mal so, diese Schlacht hab ich dann offline gemacht, nenne ich es mal. Also aufs, danke Skype. Offscreen, weil, ey, schaut euch mal das an, was da noch alles gekommen wäre. Hätten erst die AT-TE Walker runtergelassen, wäre ich ein Arsch gewesen. Ich brauche dringend irgendwie Geschütze oder so. Ich muss die Welt aufbauen. Irgendwas muss ich bei der machen. Es geht jedenfalls so mit der nicht weiter. Mit diesen Lads, ey. Die sind stark gegen alles. Kann man im Prinzip so sagen, stark gegen alles, außer gegen Panzer. Das ist die einzige effektive Waffe gegen die ist Panzer. Mehr nicht. Müssten wir eigentlich bei Gelegenheit mal zurückerobern, also den Raum. Aber ja. Wie ihr seht, ich weiß sogar inzwischen, woran es wahrscheinlich lag, dass wir kein Geld hatten. Meine Droiden haben mal wieder irgendein Fahrzeug natürlich vollkommen absichtlich abgeschossen. Das ist so ein ziviles Ding. Ich lasse eins davon hier. So. Ich habe gar nicht geguckt. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Oh nee. Du mich auch. Stopp. Ein Schiff verloren. Nee, nix da. So, wir bauen hier eine riesige Armee auf. Augenscheinlich. Und um einen Angriff auf Kaschik vorzubereiten. Wir haben Geld bekommen nebenbei. Das sollten wir natürlich sofort reinvestieren in. Was ist denn nochmal? Ich glaube, ich wollte. Bodenverteidigung. Fondor. Ich weiß nicht, die Geschütze werden mir doch wieder verrecken, oder? Da werden sehr viele Turbolaser gebaut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich Turbolaser und ein HFV-Geschütz bauen soll. Also, da würde ich noch warten, bis wir den Raum wieder erobert haben. Oder ein Schildgranate, weil so bis jetzt kam sie ja nie. Nur Laserfeuer, also Raketen. Wollen wir erstmal die. Aufbau beginnt. Aber was wir auf jeden Fall noch machen sollten. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. So. Konstruktion abgeschlossen. Stopp. Ich sage Stopp. Danke für diesen 0 FPS wieder. Und da möchte ich jetzt mit der Flotte weitermachen. Nämlich, ihr wisst noch, unsere Jagd. So. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt die Jäger mitnehmen können. Ja, können wir. Entweder ist es ein Bug oder die Dinger können wirklich nicht. Okay, jetzt müssen wir aussortieren. Was kommt mit? Weil wir hatten ja hier immer eine relativ starke Bodenverteidigung. Ich würde mal sagen. Taktisches Gefecht steht Geil. gleich bevor. Achso, ja, genau. Hier. Ich wollte schon wieder meckern. Okay, das ist eine große Flotte. Was praktisch ist, sie können. Ich meine, jetzt können sie nicht mehr fliehen. Außer vielleicht nach Rhodia. Und dann brauchen wir aber sehr lange hin. Und die müssen wir eben eh wieder befreien. Aber jetzt haben wir dann gleich diesen wunderbaren Faktor. Das. Ja. Ne? Dass wir diesen gesamten Raum, dass wir diesen gesamten Teil hier raummäßig gesäubert haben. Dann müssen wir nur noch hier vielleicht hier so ein Schiff hinschicken. Scheiße, die werden wahrscheinlich dahin fliehen. Dann müssen wir hier auch noch ein Schiff hinschicken. Oder die werden dahin fliehen. Wir werden auf jeden Fall abhauen. Können wir nicht wirklich zur Schlacht stellen, das ist doof. Was ist eigentlich hier alles fertiggestellt? Nur eins, okay. Starten. Sorry, ich habe nur kurz was gelesen. Egal. Also, was ich denn hier? Oh, cool. Der bietet keine taktischen Vorteile. Yay. Wie, da sind sie. Wie darf ich das jetzt verstehen? Ach du, ach du, ach du! Stopp! Sofort da raus! Ja, hier hättest.
Alter, Lotte, groß, sehr, sehr, sehr groß. Wie viele von diesen Kreuzern haben die? Ach du heilige Scheiße, ich glaube, ich verliere das Ding. Du, also dich brauche ich an der Front. Ihr sollt Schaden einstecken. So, weiter vorwärts, vorwärts. So, du auch. Wo sind meine anderen? Dich brauche ich auch an der Front. Dich brauche ich auch an der... Hallo? Dich brauche ich auch an der Front. Okay, los geht's. Ach du Heilige. Ach, scheiße. Zerstört sie. Und zwar die da. Boah, das ist doch nicht wahr. Los, zerstör irgendwas, am besten den da. Ja, den verliere ich. Ich brauche mehr Schiffe an der Front, sofort. Oh ja, geil, der Zerstörer frisst Raketen. Ja, der ist tot. Bye. So, wir müssen da jetzt langsam mal was zerstören. Dich hätte ich auch eigentlich gerne an der Front. Und da bricht er auseinander. Und der Zerstörer haut da auch ab. Ich möchte jetzt so und Gegner schwächen. Ist das eine Flotte? Heiliges Lättchen. Das ist viel, sage ich nur dazu. Und jetzt haut er ab. Geil. Aber die Jäger, glaube ich, kämpfen noch weiter. Los, zerstört irgendwas. Los, zerstören. Einfach nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Kämpft um euer dummes Leben. Von dem da bitte. Scheiße, jetzt konnten sie schon wieder alle entkommen. Die Flotte wird immer größer, kann das sein? Wenigstens konnten wir eine Tech 5 Raumstation zerstören. Also, wir haben sie ja nicht zerstört, sie hat sie selbst zerstört. Dafür haben wir sehr viel von dem zerstört, muss ich sagen, ja, doch. Gefällt. Ich wusste, sie ziehen sich nach Rodia zurück. Ja, Rodia. So, was lassen wir hier? Einen von denen da. Wir sind nicht sehr kampfstark, sehen aber gut aus. Wir müssen eigentlich weiter sie verfolgen. Die Republik soll von unserem Kommen überrascht werden. Und nebenbei können wir dann direkt so. Moment, hier könnten wir direkt dich zur Hauptflotte schicken. Was? Schon wieder. Alter, die Streitmächte werden immer stärker. Aber man merkt schon, es sind weniger Wookies da, weil wir haben halt Kashyyyk blockiert, ne? Nebenbei. Wird gebaut. Ne? Versteht warum. Also noch irgendwas? Tja, weiß ich jetzt nicht. Die Welten werden halt nicht angegriffen, ne? Und warum habe ich die Welt nicht befestigt? Das ist meine Haupteinkommensquelle. Wenn dem Feind die in die Hände fällt, war's das. Da müsst ihr jetzt mit der Flotte hin. Wir haben zu genug hier unten zu kämpfen. Ja. Ich würde mal sagen, starten. Okay, dann werde ich wahrscheinlich wieder zwei Druiden tarnen, dahin laufen und einfach hoffen, dass das klappt. Ich habe keine Panzer mehr. Scheiße. Hohes Credits-Einkommen. Ja, sehr, 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 sehr hoch. Aber ich glaube, die KI würde das komplett zu Credits ausbauen, also dass es einfacher wäre, diese Stadt einzunehmen. Starten.
So, dann ihr sammelt euch da. Eigentlich sollt ihr alle euch da sammeln. Mein Meister wird die Sturmtruppen habe ich Republik nicht dabei. mit diesem Verrat nie davon kommen lassen. Ja, die Republik ist auch der eigentliche Verräter hier. Wie alle wissen. Beeilt euch mal. Los. Oh, hallo Kommando. Nö. Wir haben einen Bauplatz erobert. Seid ihr langsam mal da? Sind gleich Wir da. haben einen Bauplatz erobert. Oh, Kaka. Wir haben einen Bauplatz Oh, erobert. fick dich. Wir haben einen Merkt, Bauplatz da kann ich dazu erobert. nicht sagen. Das Dumme ist, die haben ja auch noch eine Wir haben größere einen Bauplatz Reichweite erobert. als die Art. Ja, klar. Wir haben einen Bauplatz verloren. Eine größere Reichweite als Wir die haben Artillerie, eine Landezone eigentlich. gesichert. Och nee. Die ganzen Klone kommen runter, könnt euch mal enttarnen. Die verrecken halt, ne? Wir haben Was einen kommt? Oh, noch mehr Bauplatz Klone. erobert. Boah, die machen sogar mit Wookies kurzen Prozess. Ich liebe die Dinger. Wir haben einen Bauplatz verloren. Wenigstens etwas. Ich glaube aber, jeder menschliche Spieler würde so lange angreifen, bis er da durchkommt, weil mit solchen Streitmächten im Orbit. Die KI ist dann ein bisschen anders gestrickt. Wir wollten die Armee sortieren, ne? Abgesehen davon, dass die da oben hingehört. Konstruktion abgeschlossen. Da, 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 da. Und ich glaube, so war das. Und der Kommando dahin. Der Gatte meldet sich. Weil ich hier, ich glaube, hier konnte ich sehr viel bauen, ja. Das war nämlich die Sache. Ich weiß gar nicht. Genau, wir wollten ja eine authentische Armee bauen. Da passen die eigentlich gar nicht rein. Taktisches Gefecht Es. steht Ach kurz ja. bevor. Ich hätte ja die Großkampfflotte dahin beordert. Jetzt wissen wir sogar, was uns erwartet. Davon haben wir schon einige dezimiert, aber das sind. Der wird nicht fliehen. Oder er hat immer noch Angst um seine Einheiten, aber der wird, glaube ich, nicht fliehen. Scheiße, das sind 10. Da brauchen wir dringend die Malevolence. Könnten wir eigentlich von hier aus. Gibt es keine Hyperraumverbindung? Scheiße, wie kommen wir denn von hier nach da? Jetzt sag nicht wirklich über die Strecke. Aber ich meine, irgendwie müssen wir. Vielleicht können wir über die Welt nach da und dann nach Kamino? Ich weiß es nicht. Nee. Das ist jetzt recht beschissen. Das ist wirklich, wirklich beschissen. Wie kriegen wir die Malevolence rüber? Okay, hier kommt. Wenn die wirklich kämpfen werden, ist es die Entscheidungsschlacht. Alles oder nichts. Entweder werden wir jetzt 10 Venatoren zerstören oder unsere gesamte Flotte verlieren. Und wenn wir sie verlieren, dann lade ich und wir ziehen uns zurück. Nee, nee, hier nicht. Wenn wir diese Flotte verlieren, verlieren wir sie. Was? Roja? Ach ja, in dem kurzen Text da, grüner Planet, bla bla bla, beziehen sich auf eine Clone Wars-Folge. Da hier, Krieg um die Nahrung, bla bla bla. Hungersnot, ja, bla bla bla. Irgendeine Clone Wars-Folge war das. So. Jetzt können wir uns formieren. Also jedenfalls eher als das letzte Mal. Die werden kämpfen. Die werden. Alter! Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Stopp, 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 stopp. Überlegen und Befehle setzen. Dich. Hallo. Warte, warte.
Dich brauche ich sofort hier an der Front. Euch beide auch. Ja. Dich auch. Dich auch. Wir haben... du sollst aus dem Asteroidenfeld raus. Alter, das wird so unglaublich nix. Nee, das kannst du vergessen. Ach du heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ich glaube, wir werden sogar ein Kernschiff verlieren. Und zwar instant. Alles nur wegen dieser Flotte hier. So unglaublich. Alter. Vor allem, wenn man so genau drauf achtet, sind die heller als die da. Oder es kommt nur wegen der Sonne. Und hier glitschen zwei einander. Ich will gar nicht starten. Scheiße, ey. Das ist doch nicht wahr. Ja, die Republik. Nee, danke. Alter. Lass mal ein paar Bastroiden frei. Boah, ey, mein Kernschiff. Kernschiff, raus da. Vor. Mein armes... Das ist ja kein Kernschiff mehr, das ist ja ein Lukurt-Kreuzer. Besser gesagt, Lukurt-Schlachtschiff. Du auch nach vorne. Alter. Das Ding verreckt so so böse, ey. Was? Der zieht sich zurück? Warum zieht er sich zurück? Vielleicht überlebt es sogar. Oh, geil. Der Idiot zieht sich wirklich zurück. Wir brauchen dringend eine viel größere Flotte. Eine viel, viel größere Flotte. Bitte überlebe. Es ist mir sogar scheißegal, was mit den anderen Schiffen passiert. Bitte überlebe. Vielleicht kriege ich noch sogar hier einen Antrieb. Scheiße, schade. Wir konnten ihm noch nicht mal den Schiff abnehmen. Egal. Ach, zwei Schiffe. Aber ich brauche eine viel stärkere Flotte. Das merke ich immer wieder bei solchen Gefechten. Du baust auf jeden Fall mehr davon. Einheit wird hergestellt. Das Ding wollte ich eigentlich nachbauen, weil wir halt die Jägerübermacht Einheit brauchen. Nein. Das nicht. Weiterspielen. So, du kommst dahin. So, im nächsten Monat, der ist ja schon gleich. Also der nächste galaktische Tag, besser gesagt. Konstruktion abgeschlossen. Da kann ich auch direkt... das Ding wollte ich nämlich bauen. Los, komm. Da. Und noch mehr davon. So. Haben wir... Was, bereitet eine große Bodeninversion vor? Ich bereite auch eine große Bodeninversion vor. Weiterspielen. So. Und so. Und so. Stopp. Kann ich eigentlich noch irgendwo... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Nee, kann ich gar nicht. Einheit wird hergestellt. Hellfire-Droiden waren, glaube ich, auch dabei, oder? Ich weiß es nicht mehr. Der ein oder andere Hellfire-Droide bestimmt. Wie ist denn die Flotte gerüstet? Ja, geht auch noch besser. Am besten noch einen. Weil, okay, die muss jetzt nicht so stark sein wie unsere Flotte hier unten. Nebenbei, so wollte ich das eigentlich haben. Weil eben das ist, ja, da oben ist hier halt die Malevolence bei. Und die Malevolence ist einfach OP-Schiff. Ne? Oh, scheiße. Ich glaube, den Soundtrack muss ich sogar überquatschen. Blablabla. Ja, ihr kennt das ja wegen diesen ganzen YouTube-beschissenen Richtlinien. Und, scheiße, ich habe geschwiegen. Nein, jetzt kriege ich hier einen Strike. Also nicht einen Strike. Ich weiß gar nicht, wie heißt das, wenn man das Ding markiert, also das Ding markiert wird und, ja, Dings bekommt. Also, du darfst das... dürftest das jetzt nicht monetarisieren, aber ist halt kein Strike, weil man es halt nicht monetarisieren kann und das würde... Ach, Moment, wisst ihr was? Es wäre jetzt viel einfacher, wenn ich so mache. Danke. Was ist das denn?
ändere ich jetzt mal nicht, sonst kriege ich irgendwie Probleme mit dem Aufnahmeprogramm. Geht's weiter? Nein! So, ganz leise im Hintergrund, Gedüdel. So. Ganz leise. Ich glaube, dass das Spiel immer, das auf YouTube immer noch stört. Ich wollte nämlich eigentlich mal hinkriegen, eine Zeit lang ohne den Mist auszukommen. Uff, los, komm. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen, ich würde sagen, mehr Kampfdrehen, oder? Super Kampfdrehen vielleicht noch. Ja. Mit der Streitmacht werden wir dann. Ach komm, ey, einen großen Transporter baue ich dann. Dann werden wir, Moment, ich würde mal kurz was gucken. Ist die Armee da oben abgezogen? Fast. Was können wir eigentlich noch bauen? Vielleicht ein paar Speeder? Ne, Krabbendrühen. Komm, Krabbendrühen. Jeder mag Krabbendrühen. Ich meine, Krabben sind toll, oder? Komm. Sollten wir jetzt noch am besten hin? Dings ist angekommen, Dings. Komm, wir fliegen nochmal nach. Blob. So. Los. Ah, gut, das Ding ist vorbei. Sound. So, ungefähr so. Zurück. Weiterspielen. So. Ich weiß, wahrscheinlich ist die Flotte. Moment, wenn die Flotte. Taktisches Gefecht steht gleich von. Oh nein! Okay. Ich habe vergessen, Einheiten zu produzieren. Scheiße! Also das Wichtigste ist, dass wir, wo ist eigentlich diese Heldeneinheit? Offiziell kommt da eine Heldeneinheit mit, weil die Kommandos sind schon stark, und zwar sehr stark. Ja, aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ob ich das richtig verkacken werde und wir endgültig Fondor verlieren werden. Weil eigentlich wollte ich ja nochmal Fondor freikämpfen, nachdem ich das oben hier einigermaßen gescheit belagert habe. Moment mal. Die haben da. Haben die nicht da ein Störsystem? Planeteninfo. Aha. Ich hoffe jetzt mal nicht, der Spionage im Netzwerk. Weil die Streitmacht muss ja irgendwo hin. Ich hoffe inständig, dass die jetzt nicht hierhin geflogen ist. Ich hoffe es inständig. Also sonst haben wir nachher wieder nach der Schlacht, wo wir alles verkacken werden, noch eine riesige Schlacht. Egal. Jedenfalls, das sind die Aussichten für die nächste Folge. Also, bleibt dran, gehabt euch wohl, bleibt mir treu, Daumen hoch, favorisieren, abonnieren, bla. Alle lieb haben, den ganzen Trick, den man immer machen soll, ne? Ach, und, ach, komm, darüber reden wir in der nächsten Folge. Ciao.